Hallo meine lieben Freunde, heute schauen wir uns das siebte Sternzeichen im astrologischen Horoskop an. Die Waage. Ihr Planet ist die Venus und sie wünscht sich im Grunde nur Frieden und Harmonie. Gern spielt sie sich als Vermittlerin auf, mit ihrer charmanten und diplomatischen Art. Doch sie muss aufpassen, dass sie selbst nicht zwischen die Fronten gerät. Aber sie hat auch Scheu vor Auseinandersetzungen. Schöne Dinge im Leben scheinen speziell für sie gemacht zu sein, wie Mode, Luxusartikel und Kunst. Die typische Waage ist gepflegt und freundlich. Allerdings ist sie auch schwer zufriedenzustellen. Die Venus sorgt für eine natürliche Freundlichkeit, die leider nicht immer von anderen Menschen richtig gedeutet wird. Es wäre ratsam, wenn die Waage des Öfteren ihre Ellenbogen ausfahren würde, um sich durchzusetzen. Die Waage ist geprägt von Fairness und Gerechtigkeit. Aus diesem Grund nimmt sie sich zu Entscheidungen mehr Zeit, um in Ruhe darüber nachzudenken und gegebenenfalls andere Meinungen einzuholen. Das ist ihr Prinzip. Schroffes Nein sagen liegt ihr nicht. Bei einer Absage neigt sie leider oft zu einem vielleicht oder eventuell. Das kann allerdings zu Missverständnissen führen. Der Waagescham ist überall beliebt. Dadurch ist sie viel umschwärmt und man verliebt sich schnell in sie. Doch nur er oder sie hat die Chance, der eine makellose und gepflegte Erscheinung vorweisen kann. Die Waage liebt mit den Augen und steht auf kulturelles Auftreten und auf Menschen, die sich weltgewandt und interessant ausdrücken. Luxus und Eleganz ist ihr Markenzeichen. Allerdings weiß sie, dass Äußerlichkeiten nicht alles sind, aber der erste Eindruck entscheidet. Ihre Unentschlossenheit ist ein Manko, weil sie sich einfach nicht in gewissen Dingen konsequent entscheiden kann. Ihr Harmoniebedürfnis ist unglaublich groß und sie muss aufpassen, dass sie nicht ausgenutzt wird. Will man die Waage erobern, ist eine Einladung ins Theater angebracht, am besten in die Oper. Waagegeborene streben nach Glück und gehen dem Extremen aus dem Weg, denn das macht sie nicht glücklich. Und Einsamkeit? Nein, das mögen sie nicht. Sie lieben die Geselligkeit und Schönheit macht die Waage glücklich. Ja, das ist der Charakter der Waage. Und das nächste Sternzeichen ist der Skorpion. Bis dahin, herzlichst, eure Deria.